Und guck mal, was er in der Hand hat, das Aspekt. Ein Bayonet Fade? What? Und damit herzlich willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Ich dachte gerade, mir fallen die Augen raus. Ich schalte den Fall, mach OBS an, denk so, jetzt nehmen wir schön einen Overwatch auf, ja? Und dann, ich muss mal ganz genau gucken, Leute. Schön die Augen offen halten, gell? Das wird hoffentlich ein schwieriger Fall. Wenn er sich jetzt gleich anfängt zu drehen, dann lache ich aber. Ja. Schön, dass ihr da seid. Willkommen, auch natürlich wieder ein herzliches Willkommen an alle neuen Leute. Ich erinnere direkt wieder an den Stream heute Abend. Der ist jetzt gleich um 18 Uhr. Ich werde das Video so bringen. Wir gucken nochmal ganz kurz, bevor er irgendwas macht, auf die Steadies und auf die Pings. Okay, läuft. Ja, ich werde das Video wieder eine Viertelstunde vorm Stream bringen. Also Viertel vor 6, 17.45 Uhr kommt das Video online mit Premiere. Das bin doch ich. Und ja, 18 Uhr ist der Livestream. Der Link ist dann wieder ganz oben als erster Kommentar angepinnt und steht auch in der Beschreibung. Wisst ihr Bescheid? Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Suspect hatte mit so einem krassen Skin. Also, ich hatte schon Leute. Na doch, wir hatten schon mal einen mit so einer Über AK. Das habe ich aber nicht gemerkt, als ich das wieder aufgenommen habe. Das habt ihr mir dann geschrieben, dass er eine Fire Serpent oder irgendwas hatte. Ist Fire Serpent die AK oder ist es eine ABK? Ich glaube die AK. Bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Wir hatten mitunter schon krasse Fälle, aber die habe ich halt irgendwie, das habe ich irgendwie verhudelt, dass er im Fall dicke Skins hat, das Aspekt. Ich achte da nicht so, der Skin wird aber auch immer erst so komisch nachgeladen. Aber naja, also weil letztens hat auch jemand geschrieben, hey, der schaut sich ganz schön oft seine Waffe an, man sieht aber nichts, vielleicht ist es ein Skin Changer. Wäre das der Fall, dann würde man den Skin ja nicht sehen. Das ist ja nur, also soweit ich weiß, nur auf dem Client, der Skin Changer und nicht für andere sichtbar. Ja. Und da die Demo auch nicht auf dem Client läuft, sondern über extern, würde man sowas ja gar nicht sehen. Aber der Skin wird speziell auf dem Knife immer nachgeladen. Ist euch aufgefallen? Guck mal, auf der Scout ist er direkt drauf. Und jedes Mal, wenn er das Knife zieht, achtet mal drauf, dann lädt der Skin davon erst nach. Guck, kein Skin. Und sobald er hier die Kisten passiert, macht Bing, dann ist er da. Keine Ahnung, ist vielleicht aber einfach irgendein Demo-Fehler oder sowas, kann sein. Also da kenne ich mich... Alter Falter! Da kenne ich mich gar nicht aus mit, Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Skin-Changern, also ich weiß nicht, wie das... Ich weiß, also, wenn es denn so wäre, würde ich natürlich Other External es... Obwohl, zählt es als... Es ist ja keine Hilfe. Ein Skin ist... Ich meine, ich weiß, dass das... Dass Valve das auf jeden Fall bestraft, dass Skin-Changer-Accounts auch schon gebannt wurden, logischerweise, weil das natürlich den Markt kaputt machen würde, wenn Skin-Changer wirklich in der breiten Masse genutzt werden würden. Natürlich möchte Valve das unterbinden. Ja, was sagt ihr? Auch Kill-Confirmed. Ich meine, er hat eine Kill-Confirmed, er hat ein Bayonet-Fade. Das sind ja beides Dinge, die jetzt nicht so extrem günstig sind. Selbst die Scout ist eine ganz hübsche. Ich weiß, im Vergleich zu einer Kill-Confirmed oder zu dem Knife jetzt nichts, aber auch dieser Necro-Pod ist eine schöne Sache, oder? Also finde ich, er hat ganz hübsche Dinge. Was treibt er denn? Also da müssen wir wirklich ganz, ganz genau überlegen, was da los ist. Ne? Ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass es einfacher ist, über jemanden zu urteilen, so, der überhaupt keine Skins hat, ja. Das 2 No Skins ist ja immer so im Spaß, Hacks, alles klar. Das ist jetzt hier das 2, aber mit Skins? Ich habe gerade gestern mit Wallen eigentlich das perfekte Gespräch gewesen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was er wohl schätzt, wie viele sehr, sehr gute Spiele es gibt. Also wenn man das Skala nimmt und meinetwegen jetzt, um dieses Gedankenbeispiel einfacher zu machen, Simple kennt ihr wahrscheinlich, ist meinetwegen auf 100%, ja? Wo würden wir dann stehen? Vom Skill her. Beryl und ich wahrscheinlich so bei, keine Ahnung, 5% oder 10%. Ja, ohne uns jetzt schlecht machen zu wollen oder vielleicht sogar gut. Ich denke, das ist so ein bisschen realistisch. Von dem Skill von Simple haben wir so ungefähr so von allem, ne? Game Sense, Aiming, Movement, bla bla bla, haben wir vielleicht so 5 oder 10%. Und sehr gute Spieler, die sich aber noch im Matchmaking aufhalten und vielleicht auch gar nicht großartig Liga spielen. Da habe ich mich gefragt, wo liegen die ungefähr? Wie gut sind normale Spieler, also sehr gute Spieler, aber im Matchmaking überhaupt. Gibt es dann Leute, die so richtig reinrasseln und trotzdem nur Matchmaking spielen oder viel Matchmaking spielen und gar nicht so sehr in der Liga aktiv sind? Die gibt es sicherlich. Aber zu welchem, in welcher Form? Also, worauf ich hinaus will, wenn ihr euch einen Profi anschaut, ja, dann sind solche Shots wie dieser hier jetzt ja überhaupt kein Problem, ne? Batsch.
Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Bei einem Profi ist es kein Problem. Bei einem Silber, schon. Und wir hatten es halt kurz wieder von Leuten, die ständig Cheater callen. Und gestern in diesem Gedankenexperiment wollten wir darauf hinaus, dass es wahrscheinlich, also mehrere Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende an Spieler gibt, die so dermaßen reinreißen, dass es aussehen würde, als würden sie hacken. Dabei sind sie halt einfach nur sehr gute Spieler, ne? Und ja, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man auf solche trifft und so weiter und so fort, weil wir ja immer wieder Leute haben, mit denen wir spielen, die meinen, dass sie extrem gut sind. Und für solche Leute ist es scheinbar unmöglich, dass sie mal richtig dominiert werden. Wenn so jemand dominiert wird, dann heißt es für den nicht, der ist gut, sondern das heißt wirklich immer, dass er hackt. Und das ist jetzt irgendwie gerade wirklich, das passt gerade wie die Faust aufs Auge mit diesen Fällen. Ich habe mit Warland gestern Nacht dann auch noch so ein paar Profi-Videos angeschaut und das ist Wahnsinn, ne? Wenn du bei Simple, wenn du dazu guckst, wir haben Olofmeister gesehen, wir haben alles Mögliche angeguckt, wir konnten gestern Nacht wieder nicht pennen und haben halt bei Overwatch Together alles angeschaut und da fällt dir der Kiefer runter, wie die reinballern. Der sprayt in einem Ding, das ist auch bei in diesem Superstitium-Video drin, über Olofmeister, glaube ich. Da hockt er auf Cash im Window als CT und ballert Mitte hoch mit der AK oder, ich glaube, mit der AK, vielleicht aber auch mit einer M4. So, und sprayt die down, er sprayt 4 down, zieht dann die Deagle und drückt dem letzten noch. Und hat einfach alle gekillt innerhalb von 7 Sekunden. Wenn du sowas im Matchmaking siehst, denkt man sich, okay, gut, wow. Ne, das ist, sind da vielleicht, also es gibt viele, die dann halt auf Hacks plädieren. Und, ja. Wisst ihr, ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will, ne? Wie hoch ist die Chance, wie oft kann man, wenn man sehr oft spielt in einem gewissen Skillbereich, wie hoch ist die Chance, dass man auf wirklich gute Spieler trifft? Da, wo die Leute halt immer so im Spaß sagen, klar, wir haben wieder eine Profi-Lobby. Wie hoch ist die Chance, dass man wirklich auf sowas trifft? Wir sind ja auch schon im Stream auf die Teams, auf die Leute von Alternate gestoßen. Da war ich recht frisch noch bei Skin Baron und, also Skin Baron, der ein Mitbesitzer oder ein, ja doch, ein Gründer und Mitgründer von Skin Baron, war der Trainer von Alternate Attacks. Und ich habe ihn dann angestellt und gemeint, sind das deine Jungs? Und er so, ja, zeig mal, ja, das sind die, das sind die Leute. Ne? Also wir haben gegen Alternate gespielt, zufällig, im Matchmaking. Wie oft kann das passieren, dass du wirklich gegen Profis spielst? Und wie sehr, also wenn dir sowas wirklich oft der Fall sein könnte, nicht oft, vor allem nicht im Silber- und Goldbereich, logisch, aber sagen wir jetzt mal so Supreme, Global, vielleicht sogar LE oder LEM, wie oft trifft man auf solche Leute? Und wenn es tatsächlich oft sein sollte, dann müssen die Leute unbedingt ihre Denkweise verändern hinsichtlich der Sache, wow, ich werde gekillt, ich bin sonst immer gut, aber jetzt fresse ich nur, das kann nicht echt sein. Ja, naja. Ohne ihn jetzt beschützen zu wollen, den Knilch hier jetzt. Also wir entscheiden natürlich, also ich drücke jetzt gleich das, was ich glaube. Oder das, worauf, ne? Ich drücke jetzt gleich das, was ich drücke. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was er am Start hat. Ich werde mir das jetzt auch nochmal anschauen. nochmal für mich, also ich werde mir das gleich nochmal anschauen. Ja, was würdet ihr hier drücken? Ich bin gespannt. Ich mache auch wieder eine Abstimmung. Ich hoffe diesmal zeitig. Ich hoffe, dass die Abstimmung diesmal wirklich direkt am Anfang im Video ist, dass ihr auch da oben aufs i drücken könnt. Soweit so gut. Wir sehen uns dann gleich im Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Haut rein, macht's gut.